Ja, und sehr schöner Wein aus unserer Selektionslinie, SL. Für Selektion. Genau, für Selektion. Es gibt drei Weine, es gibt den Weißburgunder, einen Grauburgunder und einen Spätburgunder. Und wir haben jetzt hier im Glas den Weißburgunder. Die Weine kommen ins Eichenfass, also dass sie eine leichte Holznote, eine leichte Vanillearomatik mitbekommen. Sie sehen einmal schon von der Viskosität her, also hier reden wir von einer Spätlese, das heißt, wir haben hier viel mehr Extrakt im Wein. Der Wein ist viel komplexer als jetzt ein klassischer Weißburgunder. Im Eichenfass genagelt, das merkt man also schon in der Nase. Sie haben hier wirklich eine sehr schöne hamburgische Holznote, eine leichte Vanillearomatik. Bin ich kein Fan von, also von daher. Okay, ja. Und dann wirklich auch noch die schöne Fruchtigkeit. Also man erinnert sich so ein bisschen an Pfirsich, ein bisschen an Apfel. Kommt sehr schön herüber. Ja, im Geschmack eine sehr schöne frische Note. Auch wieder eine schöne Säurestruktur. Auch wieder die leichte Holznote, die hervorkommt und trotzdem wieder die schöne Fruchtigkeit im Abgang. Also für mich ein sehr schöner Wein zu Wildgeflügel, Ente, auch durchaus mal eine Gans nachher zur Weihnachtszeit. Also er ist kräftig genug, um auch wirklich ein würziges Mahl zu vertragen. Ja, auf jeden Fall, genau. Also der hat sein SL zurecht. Ja, genau. Zum Wohl. Zum Wohl.